Danke! Coole Leute liken! Lehnt euch einfach zurück und schaut das Video bis zum Ende, denn wenn nicht, werde ich euch finden! Ich bin Gangster Teddy! Kein Gangster als auch kein Player! Okay, wo landen wir? Was ist hiermit? Sieht doch voll schön aus! Lass uns da nie wieder landen! Wo gehen wir jetzt hin? Okay, wir gehen hier hin. Oh mein Gott, hier ist ja gar nichts. Komm schon, ich will welche töten. Guck, eine Stadt. Okay, lass jetzt nach Waffen, Schilden und sowas gucken, ja? Wir treffen uns in 2 Minuten. Hi. Hey, hast du ein paar Waffen gefunden? Nö, aber ich hab was Besseres. Was? Die... Zigaretten? Warum? Ich habe einen Plan. Hör mir gut zu. Erstens, wir verteilen diese Packung. Dann verstecken wir uns. Irgendwann kommen die Gegner und finden die Packung. Und weil die uns suchen und nicht finden, langweilen die sich. Dann fangen die irgendwann an zu rauchen. Und so in 40 bis 60 Jahren sterben die an Lungenkrebs. Oh, und wir gewinnen. Das ist die dümmste Idee, die ich je gehört habe. Wir werden beschossen! Bau was zum Schutz! Ich glaube, die haben aufgehört. Ich glaube, sie laden nach. Ich werde sie jetzt bekommen. Gib mir Rückendeckung. Ich habe keine Waffen. Shit! Ja, dann geh auf die Mauer und guck, wo die sind. Okay. Sind sie noch da? Nee. Warte. Okay, Helmut, wir gehen diesmal in eine kleine Stadt und suchen direkt nach Waffen. Ich sag dir, mit meinem Plan hätten wir gewonnen. Keine weiteren Pläne, bitte. Welcome to Summoner's Rift. Oh, ich sehe da ein paar Gegner. Da drüben. Wo? Da drüben. Da drüben wo? Da drüben neben dem Baum. Neben dem Baum? Wir sind umgeben von Bäumen. Du musst mal ein bisschen genauer sein. Okay, dann schau ich mal. Es ist groß und hat ganz viele Blätter. Ah, okay. Und es ist grün und hat Wurzeln im Boden. Ja, das ist es. Das ist jeder Baum. Psst, die können uns hören. Hey, ich sehe sie. Was machen die da? Kackboons, die haben uns nicht mal gesehen. Warte, ich hab ne Idee. Kommt schon, mein süßer Donut, wir sind gleich da. Das wird so geil. Weißt du, das könnte viel einfacher sein, wenn du einfach mal aussteigen würdest und mir hilfst. Nein, danke. Wieso bist du so schwer? Nennst du mich fett? Alter Helmut, chill mal. Ich will ja nur sagen, das fühlt sich so an, als ob der Wagen voller Steine wäre. Oh, ja, ich hab meine 100 Lieblingssteine dabei. Komm, wir sind gleich da. Ja, wir haben's geschafft. Yeah! Oh mein Gott, das hat ja voll Spaß gemacht. Lass noch mal. Wir werden das nicht nochmal machen. Können wir wenigstens einmal versuchen zu gewinnen? Ich hab hier ein Schild für dich. Was ist das? Das ist ein Schild. Trink das.
Ich hab schon mal Schilde gesehen. Oh, und das ist kein Schild. Trink es einfach. Das ist wie extra Leben. Aber das ist blau. Ja und? Ich weiß nicht. Das sieht nicht gesund aus. Helmut, trink es einfach. Wie schmeckt das? Okay, scheiß drauf. Gib mir das. Ich trink das. Schmeckt es nach Minze? Okay, scheiß drauf. Also dieser Mist da schmeckt nach Pisse. Aber guck, ich hab mehr Leben, weil ich das getrunken hab. Okay, ich trinke es. Warte mal, woher weißt du, wie Pisse schmeckt? Oh, nicht schon wieder. Guck, ich hab noch überlebt, weil ich das Schild hatte. Du hast keine Zeit mehr, mich wieder zu beleben. Du musst mich zurücklassen. Okay, bye. Warte, ich möchte noch meine letzte Rede halten. Ja, okay. Aber mach es schnell. Ich sterbe. Ich bin noch so jung. Ich wollte noch eine Familie gründen. Let's Player werden. Meine Steinsammlung vervollständigen. Und ich wollte ein Autogramm von APK. Verurteile mich nicht, ich liege im Sterben. Okay, hör auf, hier überzureagieren. Wir sind gleich eh wieder in der neuen Runde. Kannst du was für mich tun, bevor ich sterbe? Was? Kannst du für mich etwas singen? Butchie Gang, das hat meine Mutter mir früher immer vorgesungen. Das sind so schöne Erinnerungen. Okay, ich singe jetzt, nicht Gucci Gang. Bitte, das ist mein letzter Wunsch. Ich werde doch gleich wegen dem Sturm auch sterben. Hier wird doch eh nur einer überleben. Du bist ein Scheißfreund. Gucci Gang, 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 Gucci Gang. Mein Kind, mit Stolz sah ich dich heranwachsen zu einer Waffe. Der Rechtschaffenheit. New Universe, wenn du das hier siehst und nochmal irgendwie eine Stimmrolle brauchst, Digga, melde dich. Bin instant am Start, Digga. Ey, yo, Halim mit Vibe, das ist leider nix und ApoRed, der mag seinen Text nicht. Hast du nicht Bock mitzusprechen? Bruder, 6er Chicken Nuggets mach ich. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Weisheit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen. Guck, eine blaue Tactical Shotgun. Oh, und das ist Sniper. Geil, so viele Waffen. Was ist mit dir los? Wieso sammelst du keine Waffen? Alter, wir sind immer noch auf der Spawninsel. Pikachu! Guck mal, ich hab was gefunden. Alter, pass auf, das ist eine Boogie Bomb. Boah, ist sie stark? Nicht wirklich. Oh, was ein Scheiß. Kannst du haben. Was? Fang. Wow, was geht ab? Du hast ja voll die fetten Moves drauf. Ich kann das Scheiß-Tanzen nicht kontrollieren, wegen deiner Bombe. Ich versteh dich, Bro. Es kommt von deinem Herzen. Lass es einfach raus. Guck mal, was wir haben, Hans. Zwei Leute, die tanzen. Lass sie tanzen. Nein, warte, Hans. Ihr tanzt. Ist so schön. Du etwas, hör auf zu tanzen und töte sie. Wieso soll ich damit aufhören? Du hast damit angefangen. Ich kann nicht damit aufhören. Ich kann auch nicht aufhören. Ich lebe nur, um zu tanzen. Jetzt reicht's, lass sie abknallen. Spannend. Du musst mir endlich mal zuhören. Dieses Mal hatten wir Glück.
Nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Wer weiß das schon? Also der Punkt ist, wir müssen unsere Augen offen halten, damit wir die Gegner sehen. Oh nein! Du hast Keanu Reeves angefahren! Die Gänsehaut bei dieser Musik, ne? Alter. Da drüben sind Gegner! Okay, die können uns nicht sehen, die sind zu weit weg. Alter, flieg doch auf der Rakete! Also ich schieße sie so unter deinen Füßen so her und du springst da drauf und dann fliegst du zu den Gegnern. Bist du verrückt? So funktioniert das nicht. Du springst mich in die Luft. Doch, das funktioniert. Das machen YouTuber. Doch, das hier ist kein YouTube. Das ist das wahre Leben. Geil. Das funktioniert eh nicht. Alter, was zum Krass, Mann! Ah! Wow, Digga! Ha! Hä? Ah! Wow, du hast sie alle gekillt! Oh, du bist so gut! Ich hab was? Wir wurden fast erwischt! Alter! Der Sturm ist kacke. Ich meine, wieso existiert überhaupt sowas? Keiner kann den Sturm leiden. Guck dir den doch mal an. Keiner will mit ihm abhängen. Ey, der sollte einfach nur weggehen. Hey, der Sturm steht hinter dir. Du hast deine Gefühle verletzt. Was zum... Oh, hast du ja toll gemacht. Jetzt weint er. Alter, was? Entschuldige dich bei ihm. Sofort. Aber... Tu es. Tut mir leid, Sturm. Gut gemacht. Und jetzt gebt euch die Hand. Siehste, jetzt ist jeder glücklich. Ach so, Sturm. Wir versuchen zu gewinnen. Kannst du uns vielleicht helfen? Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von mir tragen. Denk am besten gar nicht nach. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Es gibt mehr. Es gibt mehr als du sagst. Da sagst du, stellst dich in den Sturm und schreist. Ich bin hier und ich bin frei. Alles, was ich will, ist Zeit. Ich bin hier und ich bin frei. Yo, Jungs, mal rein, ihr könnt ihr doch nicht einfach so schieben, ey. Zeigt mal ein bisschen Knacks. Wenn ihr so weiter schiebt, dann muss ich euch fangen. Ihr könnt ja trotzdem noch bei der WM mitmachen. Aber trotzdem. Es leben nur noch zwei andere Squads. Lass uns verstecken und dann können die sich gegenseitig killen und irgendwann kommen wir raus und haben gewonnen. Alter, das ist echt ein guter Plan. Dann lass uns in der Höhle verstecken. Helmut, ich kann hier drin nichts sehen. Ich heiße jetzt Dunkelmut. Dunkelmut, der war voll gut. Danke, den habe ich mir gerade ausgedacht. Warte, wer war das? Ich. Wer ist ich? Ich bin dein Duo-Partner. Ey Leute, habt ihr den Zubat gesehen? Achso, ey, ich bin dein Partner. Und ich bin dein Partner. Also habe ich jetzt zwei Partner. Moment! Spielen wir Duo oder im Squad? Ich glaube, wir spielen Duo. Natürlich spielen wir Duo! Das sind unsere Feinde! Wir müssen sie ausradieren! Ey, schieß nicht, ich bin dein Partner. Gleich flatscht es! Und wer ist jetzt mein Partner? Ich! Oh nein, Max! Ich fühle, wie mich eine Pistole berührt. Genau an meiner Schulter. Moment, das ist ja meine Pistole. Könnt weitermachen. Hoffentlich geht's meiner Kieselsteinsammlung gut. Oh, die streiten sich ja immer. Nur noch ein paar Kieselsteine und ich... Leise! Okay, hört zu. Ich werde ein Lagerfeuer legen und dann werden wir sehen, wer hier wer ist. Lumos Maxima. Hey, was geht? Sehe ich nicht geil aus dem Kachweskin? Ja, Mann, du bist voll heiß. Mega geil. Helmut, das ist keine Waffe. Was ist das? Ich weiß nicht, aber es sieht gefährlich aus. Nein, tut's nicht. Das ist einfach nur Glas. Ja, genau. Das kann die anderen gegen den Kopf werfen. Hey, sei vorsichtig damit. Damit veränderst du die Zeit. Das kann echt übel sein. Du kannst sogar in der Matrix verschwinden. Oder in der Schule landen. Ich hab's einmal eingesetzt. Und dann war ich in Jorollis Bett. Dir glaube ich kein Wort. Wahrscheinlich willst du nur, dass ich dir glaube, damit ich das nicht gegen dich einsetze. Oder du meinst, dass ich glaube, dass das Kacke ist, sodass ich es nicht einsetze.
Oder du denkst, dass ich denke, dass ich denk, dass das... Hä? Egal! Ja, jetzt kommt mal dieser Ring, den kennen wir alle. Ne? Das ist, Die Gänsehaut bei dieser Musik.